Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir mal nach, was der Schaden am Turbo Compressor Aerox ist. Leider hat ja der Testfahrtversuch nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich vermute, dass wir einen Schaden am Zylinder haben. Und ja, den bauen wir heute mal aus und schauen ihn uns an. Und wenn der Zylinder nichts hat, was ich aber nicht glaube, dann suchen wir eben weiter den Fehler. Also bis gleich. So, willkommen zurück. Wie ihr seht, habe ich jetzt alles zerlegt. Und ich habe auch den Fehler gefunden, warum der Motor nicht mehr ging. Es war natürlich, wie ich gesagt habe, den Zylinder hat es komplett geschrottet, leider. Also genau genommen den Kolben. Aber nicht aus dem Grund, den ich jetzt dachte, und zwar, gebt euch mal das bitte, es hat mir das Nadellager zerlegt, komplett, und fokussiere mal, und zwar haben sich die Nadeln abgenutzt, das ist ja mal echt krass, und ich habe extra damals das High Quality verstärkte Nadellager genommen. Das ist ja mal echt ärgerlich. Ich meine, vielleicht sollte man das alle paar Jahre mal tauschen, so ein Nadellager. Das kostet ja nicht viel. Ich habe den Motor 2010 gebaut. Ich bin jetzt 10 Jahre damit gefahren. Ja, und dann schaut das so aus. Das hat es richtig zerlegt. Die sind jetzt alle, die Rollen sind fast schon alle rausgefallen. Aber die waren total abgenutzt. Also das ist echt nicht toll. Und naja, dann schaut euch mal den Kolben an. Den hat es komplett zerstört. So eine fette Riefe habe ich noch nie in einem Zylinder gehabt. Also das ist echt krass. Das ist echt krass. Und jetzt passt mal auf den Zylinder auf. Hier der Zylinderkopf. Man sieht, dass da die Teile innen drin rumgeflogen sind. Der ist auch total rau und hinüber eigentlich, weil diese Späne, wenn sich beim Laufen lösen, das kriegst du nie wieder raus, außer du drehst das Ding aus. Und was echt eine mega Überraschung ist, dazu muss ich mal kurz das Licht anmachen. So, dann schauen wir mal in den Zylinder rein. Klar hat er Laufspuren und die Kante ist jetzt ziemlich zerschossen von den Überströmern. Und auf der anderen Seite. Da war es nicht so schlimm. Und am Auslass war ja weiter nichts, also da ist der Kolben intakt. Ja. Aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm, da ist die Beschichtung etwas rausgebrochen. Ich werde mir echt mal überlegen, ob ich den Zylinder nicht mal neu beschichten lasse. Denn solche Zylinder gibt es einfach nicht mehr. Und das würde sich für mich schon lohnen. Vor allem, weil ich jetzt 10 Jahre lang den Zylinder gefahren bin. Ja. Das würde ich mir mal echt überlegen. Weil so eine Neubeschichtung kostet 100 bis 150 Euro. Und dann könnte ich halt den Zylinder weiterfahren. Wie gesagt, der wurde noch vom Chiller bearbeitet, wenn den einer noch kennt. Den gebe ich eigentlich nur sehr ungern ab, den Zylinder, beziehungsweise werfe ihn auf den Müll. Ja, vielleicht läuft das auf eine Neubeschichtung hinaus. Aber bis das jetzt mal soweit ist, das wird noch ziemlich lange dauern, denn ich kann den Motor natürlich jetzt zerlegen, denn wir können ja nicht ausschließen, dass auch Späne in den Motor reingekommen sind. Wenn ich jetzt einen neuen Zylinder montiere, dann habe ich sofort wieder einen Kolbenfresser und habe wieder einen neuen Zylinder geschrottet. Das mache ich auf keinen Fall. Deswegen wird der Motor natürlich gespalten. Und dann schauen wir mal genau nach,
was kaputt ist. Und was ich dann auch sehr spannend daran finde, und das, da mache ich dann auch ein Video drüber, wie sich so Kurbelwellenlager, Simmerringe, die Kurbelwelle nach so einer langen Zeit, ob die kaputt sind, ob die großen Verschleiß zeigen und so weiter. Da bin ich echt gespannt drauf, weil überlegt mal, ich bin den Motor jetzt 10 Jahre gefahren. Und zwar nicht nur, ja, das Ding steht das ganze Jahr in der Garage und wird einmal zum Scooter-Weekend ausgepackt. Nee, nee. Wir waren mindestens immer 2 bis 3 Mal im Jahr am Verkehrsübungsplatz und haben da ziemlich viele Runden gedreht. Am Scooter-Weekend bin ich immer oft, also Mühlenbachschleife, bin ich locker immer 20 Runden am Stück gefahren und das 2, 3 Tage hintereinander. Und natürlich öfters am Tag. Und er hat diverse Prüfstandläufe hinter sich. Dann haben wir doch das mal mit dem Turbo gebaut. Das hat den Motor sehr strapaziert. Jetzt das mit dem Kompressor. Also ich bin echt mal gespannt, wie die Lager, die Simmerringe und die Kurbelwelle ausschauen. Wird natürlich alles ersetzt. Ja. So, aber fürs Erste bekommt der Motor dann hier diesen Zylinder. Ein Stage 6 Racing MK2. Den werde ich auch bearbeiten und einbauen. Ich erhoffe mir davon auf jeden Fall mehr Leistung, als ich mit dem MK1 hatte. Ich hatte mit dem MK1 auf dem Prüfstand 17,4 PS am Hinterrad. Mal schauen, ob ich mit dem MK2 da mehr rausholen kann. Ich werde natürlich auch wieder, wie gesagt, bearbeiten, Steuerzeiten anpassen, Quetschkante und so weiter. Ja, und dann schauen wir doch einfach mal, was rauskommt. Ja, wie gesagt, der Modularzylinder ist jetzt auf jeden Fall erstmal nicht Geschichte, der wird aufgehoben. Vielleicht in einem schwachen Moment schicke ich den mal zum Neubeschichten. Und dann bekommt er vielleicht mal ein Revival auf einem frisch neu überholten Motor. Aber falls nicht, baue ich dann erstmal den MK2 ein. Ja. Ich muss auch sehr sorgfältig mit den Dichtungen umgehen, denn es gibt keinen Dichtsatz mehr für diesen Zylinder. Modular, weil er hat ja einen modularen Kopf, wo wir quasi den Brennraum noch mal extra haben. Ja, auch hier natürlich schauen, dass ich möglichst keine Dichtung kaputt mache. Ich meine, die kleinen Ringe hier, die bekomme ich bestimmt noch, aber da die großen, wenn das spezielle sind, dann wird es echt schwierig. Da ist ja den Zylinder, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie lange es den schon nicht mehr gibt. Gibt es den schon seit 10 Jahren nicht mehr oder so? Durchaus möglich. Ich habe den damals noch neu gekauft, aber dann kurze Zeit später gab es ihn nicht mehr. Ja, jetzt genug rumgelabert. Wie ihr seht, hat's wohl hier auch einen Simmerring erwischt. Also war der Motor selber schon vielleicht nicht mehr so dicht, wie man sich das erhofft. Das werden wir sehen, wenn ich den Motor zerlegt habe und ihn wieder neu aufbaue. Ich mache euch da ein Video drüber. Und dann bringen wir den Aerox zurück zu seiner alten Stärke. Oder was meint ihr? Ach so, ihr könntet natürlich auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal sowas mit einem Nadellager erlebt habt, oder wegen was ihr euch einen Schaden gefahren habt. Und ansonsten sage ich wie immer danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis bald.